Moin Moin, mein Name ist Stefan von T-Addicts und unsere Mission ist es dich, ist es euch, für echten und für guten Tee zu begeistern. Dafür habe ich heute mitgebracht einen echten All-Star. Ne? Das ist All-Star Yunnan Dianhong Summer Needles, haben wir ihn genannt. Also All-Star habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. All-Star, weil dieser Tee ist wirklich grundauf solide. Ne? Wer hat noch nie enttäuscht, egal wie man ihn aufbrüht. Egal mit was für einer Temperatur, Ziehzeit, hat alles gepasst. Dieser Tee bringt alle Qualitäten eines echten Dianhongs mit und ist nach meiner Meinung wirklich preiswert im wortwörtlichen Sinne. Also der ist, das ist ein Summer Needle, das ist eine Sommerpflückung, ein typischer Second Flush. Und er kommt aus der Provinz Yunnan, da wo Dianhong typischerweise herkommt. Yunnan, das ist die Provinz links unten von China, an der Grenze Myanmar-Vietnam. Und ja, wir waren auf der Plantage unterwegs, haben uns das angeschaut. Die Pflanzen, die sind zum Teil wild, zum Teil als Plantage ausgebaut, man weiß es nicht. Manche Bäume sind richtige Klopper, also da geht es ein paar hundert Jahre. Manche sind dann so kleine Büsche. Dann gibt es wieder so ein paar, die, wo man sehen kann, dass es ein bisschen kultiviert ist. Das ist so eine wilde Mischung aus diesem einen Hause. Und genau, alle Qualitäten, damit meine ich, Dianhong soll schmecken nach, nach Malz. Malz ist ein ganz klares, klarer Indikator. Honig ist noch so ein Ding. Ne? Es soll so ein bisschen nach Waldhonig, nach dunklem Honig, Akazienhonig, so in diese Richtung gehend. Und Schokolade ist auch noch so ein Teil, was ein guter Dianhong mitnehmen sollte. Und dann haben wir noch so eine gewisse Süße. Ne? Da geht es bei der Süße nicht um, also so ein raffinierter Zucker. Ne? So eine Süße von Zucker, die klebt wie Kleister auf der Zunge und es ist relativ eindimensional. Die Süße hier, ne, diese Teesüße aus einem Dianhong, die kommt eher im Nachhall. Ne? Man trinkt einen Schluck und dann kommt die so ein bisschen im Nachhall raus. Das muss ich mir jetzt gleich... Die kommt mehr so ein bisschen im Nachhall und die bleibt länger. Die ist sehr vollmundig und ist meistens durch dieses, mit diesem Malz und mit so gewissen Fruchtaromen irgendwie verbunden. So, und mit solide meine ich auch noch was anderes. Dieser Tee hier, ich hatte den jetzt mit 2 Minuten 3 Gramm auf, mit 100 Grad, also das ist ein glatter 100er, den ich hier verwendet hatte. Das wird auch mit 80 Grad funktionieren. Als Cold Brew, als Basis, funktioniert er auch wunderbar. Das hat mich auch schon echt überrascht, als Jürgen hier mit dem Cold Brew Behälter reinkam und meinte, hier, probier mal, was ist das denn? Und ich würde auch sagen, Milk and Sugar läuft easy. Ne? Hier Milk and Sugar, das könnte was wirklich Spannendes sein. Und ich wünsche viel Spaß mit diesem Tee. Ich weiß, dass ihr den haben werdet. Also egal mit was für einem Wasser, ihr werdet Spaß haben mit diesem Tee. Und damit möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken. Und bis zum nächsten Mal. Danke.